Wassermarsch, aber ohne Verschwendung. Mit Wasserhahn aufsetzen kann man laut Herstellerangaben bis zu 95% Wasser sparen. Ein Liter Warmwasser kostet je nach Temperatur, Erhitzungsart und Energiepreis rund 9 Cent. Durchschnittliche Haushalte verbrauchen ca. 30 bis 35 Liter Warmwasser pro Kopf am Tag. Mit einem Wasserhahnaufsatz spart man also bis zu 25 bis 30 Cent pro Tag pro Kopf. Natürlich wäscht sich nicht jeder mit Warmwasser die Hände, aber der Einfachheit wegen ist das hier unsere Annahme. Um die Wasserersparnis zu testen, muss ich erstmal herausfinden, wie viel Wasser ohne Aufsatz aus dem Wasserhahn kommt. Hierfür nehme ich einen Messbecher und fülle ihn bis zur obersten Messlinie. Dabei stoppe ich dann die Zeit und schreibe sie auf. Der Aufsatz hier verfügt über zwei Modi. Zum Testen wird in beiden Modi Wasser in den Messbecher gefüllt. Aber nur so lange, wie es ursprünglich gebraucht hat, um den Becher ohne Aufsatz zu füllen. 440 Milliliter. Keine 100 Milliliter. Der zweite Test besteht darin, herauszufinden, ob beide Modi sich dafür eignen, sich die Hände zu waschen, ohne den Wasserhahn länger laufen zu lassen. Kommen wir nun zum Fazit. Mit Modus Nummer 2 können wir 90% Wasser sparen. Das ist aber mehr so ein Sprühen. Meine Empfehlung, immer auf Modus Nummer 1 schalten. Das spart immerhin immer noch 56% Wasser. Und Händewaschen ist auch easy möglich. Daher auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn du dir diesen Aufsatz zulegst, kannst du mit Überzeugung sagen,